Und auf ein neues Tagesaufgabe. Diesmal springen wir nicht auf irgendwelche Bombenfrösche rauf. Schon gar nicht, wenn das in einem engen Schacht ist. Und schon ganz und gar nicht werden wir damit nach Bomben nach oben schmeißen. Um besagten Bombenfrosch umzubringen. Plopp. Oh. Das ist schon mal ein sehr chaotischer Anfang. Aber das heißt nichts. Die Falle da ist nicht so schön. Mini-Rubin. Das hätte echt ein bisschen mehr sein können. Okay. Trainieren wir so ein bisschen mit den Steinen zu werfen ordentlich. Oh. So ein... Nee. Ich lasse es einfach. Flattermaus. War hier irgendwas? Kein Weg runter war da. Skelett? Nein. Falsch. Hier rechts habe ich immer schon mal eine Kiste. Genau da. Die hätte ich gerne. Mist. Ah doch, geht. Warte mal. Wir müssen jetzt da ganz schnell lang. Spring. Dich nach da schieben. Da unten ist noch eine Kiste. Oh, sehr schön. Drei Seile. Also der Fauxpas von gestern kann schon mal nicht mehr passieren. Wir müssten jetzt genug... mehr als genug Seile haben. So, ich höre eine Blondine. Die wird unter uns sein. Oh, das hätte ein Skelett sein können. So, da bist du. Müsste auch erreichbar sein. Irgendwie. Ich muss mich aber beeilen. Ich habe schon zu viel rumgedödelt oben. Also mit dem Stein-Test-Wurf-Dingens. Oh, Spinne. Ah, Stachelschuhe. Die hätten uns bestimmt geholfen bei dem Frosch gestern. Die hätten den eigentlich instant töten müssen. Und 10.000 geknackt. Yo. Und 7 Bomben, 10 Seile plus Blondine und kein Schaden. Das ist, glaube ich, mit das beste erste Level, das wir bisher hatten. Sauber. Reiner. Knutschi. Eine Stachelfalle oben. Flattermaus unten. Urks. Weitersprung. Oh, und da ist ein Shop. Bombenkisten und Jetpack. Das Jetpack ist echt irre praktisch, aber... so teuer. Oh, kommst mit. Und du auch. Hooks. So, kaufen wir uns eine Bombenkiste für 10.000. Nee, ich denke nicht. 7 Bomben müssen einfach reichen. Da... oh, warte mal. Da oben ist eine große Spinne. Ich wollte doch bloß Dingens, den Schleim von der Spinne haben. Und die Edelsteine. Jetzt bin ich auf ewig ein Terrorist. Na gut, machen wir das Beste draus. Vielleicht noch so 30.000, 40.000 Gold zusammenbekommen für die besten Liste. Skelett. Oh, schick. Okay, warte mal. Erstseil. Dann, nein, das ist zu nah dran. Oder auch nicht. So, du weg. Wir haben noch 3 Bomben. Wir hätten die Bombenkiste kaufen sollen, verdammt. Kommen wir noch irgendwie zurück und vielleicht an das Lager von dem Händler? Ich meine, jetzt haben wir eh verschissen. Nee, der wird uns töten. Ich könnte mal ein paar Bomben reinschmeißen und hoffen, ihn zu treffen, aber nee, komm, raus hier. Ja, Gerugon, wenn du Bomben schmeißt, denk dran, dass keine Shops in der Nähe sind. Weil selbst wenn nichts kaputt geht, reagieren die doch ein wenig allergischer drauf. So.
Mist, ich wollte dich eigentlich in die Stacheln schmeißen. Na gut. Ist da oben was? Nee. Okay, weg. Die Stachelpfeile wird uns nicht treffen. Uahaha. Hier was machen. So, weit so gut. Dreh dich um, dreh dich um. Oh. Alles gut, alles. Die wurde schon ausgelöst. Ja, wird sie. Heitsch. Und schon mal keinen Shopkeeper hier auf der Etage, glaube ich. Sonst müsste er schon längst angefangen haben, rumzuschreien. Obwohl, warte mal, da ist doch gerade so ein Küsschen-Shop, oder? Ja, und ein Wanted Sign von uns. Sehr gut. Das heißt, er dürfte uns nicht sehen. Den gibt es auch keinen Alarm. Weg, 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 weg. Das war ja garstig. Okay. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, dass die auch am Ausgang hocken. Unbedingt merken fürs nächste Mal. Wenn wir Terrorist sind, vor jedem Eingang richtig schön gucken, was da so drum steht. Schwing. Wir haben noch 3 Bomben. Ja, komm, warte. Du kannst dich irgendwo runterfallen? Ja, ganz hier hinten. Und da sind Stacheln. Okay. Warte da oben. Nein! Ich wollte dich aufheben. Nicht schön. Also ja, Controls sind noch nicht so ganz meine Stärke manchmal. Oh, ein Kali-Schrein. Das war alles geplant. Ich wollte sie eigentlich opfern. So, die Spinne bringt sich um. Sehr schön. Dich erschlagen wir nicht mit dem Stein, weil wir zu langsam sind. Alle hopp. So. Sehr schön. Oh, das wollte ich nicht. So, zu dir. Oh oh. So, komm mit. Ja, ist gut auf mich zu sprechen, aber halt nicht gut genug für einen Gegenstand, weil sie tot war. Und da ist der Typ. Sehr schön, kostenlose Schrotflinte. Oh, warte mal, wir können... Komm mal mit. So. Aha. Nur wir haben nichts bekommen. Außer eine Schrotflinte, die wir schon vorher hatten. Und 49.000 Gold. Oh, das ist richtig schick. Das Einzige, was mir jetzt wirklich noch fehlt, sind die Kletterhandschuhe. Und ein paar mehr Bomben. Was zur Hölle ist das da? Gut, dass wir eine Schrotflinte haben, ne? Oh oh. So. Kommt ihr mal hoch? Au. Okay. Was bist du? Kann man dich aufheben? Gibt Gold drin. Ja, sehr komisch. Wir haben noch genug Seile. Das da oben sieht auch sehr komisch aus. Also das hier. Der Tagebucheintrag. Königlicher Nektar. Ein köstlicher Nektar von Bienen hergestellt und von Gourmets aller Welt hochgeschätzt. Wert 0. Okay. Da ist ein Küsschenstand mit einem Gesuchtschild von uns. Oh, und ein Ping. Wir sollten aber erstmal die Schrotflinte wiederholen. So. Guck mal nach links. Danke. So, da kam ein Feuerelement raus, ne? Ja, nee, das muss nicht sein.
mit. Oh, oh. 8 Herzen noch. Du bist K.O. Okay. Wo ist das Pling Pling? Das ist, glaube ich, da oben. Ja, das scheint echt oben zu sein. Aber ne, will ich nicht riskieren. Au. So, du bist kaputt. So, ey. Dober Affe. So nicht, mein Junge. Komm, steh auf. Komm her, Affe. Komm. Also. 3 Bomben noch. Weg hier. Also ein sehr chaotisches Leben. Kann man nicht anders sagen. Aber es funktioniert. Irgendwie. Und wir haben eine Schrotflinte und kämpfen gegen eine Armee der Toten. Das passt doch auch. Ich habe einen Zauberstab. Mit nur begrenzt Schussmunition. Gott sei Dank hier nicht. Dirks. Wir könnten den Geist sofort holen, aber das ist nicht so eine gute Idee. Da unten sind schon wieder Bienen. Warte mal. Genau. Rüber. Also müssen wir jetzt hier runter. Das ist mir doch ein bisschen zu steil, aber geht, okay. Da ist das Gewehr. Unten sind keine Piranhas. Komm, 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 hoch. Oh, springender komischer Zombie. Na komm. Und zoing. Nein, habe ich sie gerade erschossen? Das wollte ich nicht. Oh, 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 schnell drücken, schnell drücken, schnell drücken. Und warum sind die jetzt so häufig da? Oh, hatte ich gerade eine Ladehemmung? Nein! Das war nicht schön. Achso, da ist das Royal Nectar-Ding. Ah, das gibt Leben. Ich sehe gerade, das ist wieder auf 7 gesprungen. Ich hatte mich vorhin schon gewundert, wo das ganze Zeug herkommt. Warum hängst du da im... Okay. Prioritäten. Wir brauchen unsere Waffe wieder. Da ist kein Piranha. Sehr gut. Oh. Da geht's nicht raus. Da ist ein Shopkeeper. Das ist nicht gut. Ich könnte versuchen, einfach runterzuspringen und zu schießen. Und vielleicht erwische ich ihn. Oh, 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 oh. Oder auch nicht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Okay. Oh, oh, oh. Und das Ding funktioniert unter Wasser. Nein, 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 nein. Ein Gespenst kommt. Scheiß, Dreck, Scheiß. Ja, X tot. Okay, wir hätten doch die Bombenbox kaufen sollen, bevor wir da Terror gemacht hätten. Die 10 Bomben hätten uns nämlich jetzt richtig geholfen. Hätten wir ihn einfach wegnuken können. Aber hey, 64.000 Gold, das ist, glaube ich, Rekord. Also für mich jedenfalls. Und jetzt ist er auch tot. Sehr gut. Also, Bestenliste. Platz 2. Okay. 8.000 mehr. Thaimu. Wen haben wir noch so? Ja, doch. Die werden alle langsam besser. Sehr schön. Und wir sehen uns morgen wieder.